Liebe Brüder und Schwestern, ja, sammelt euch Schätze im Himmel, einen Schatz, der bleibt, wo keine Diebe einbrechen, ihn zu stehlen, wo nicht Rost und Motten ihn zerfressen. So sagt Jesus heute im Evangelium, einen Schatz, der bleibt, denn was bleibt, ist Gott und seine Verheißung. Was bleibt, ist das Leben in Gott, das uns verheißen worden ist, das wir hoffen dürfen. Ja, da soll unser Herz sein. Das soll die Mitte unseres Lebens sein. Gott, seine Verheißung, das, was er uns schenkt in seinem Sohn Jesus. Der Vater, er schenkt uns seinen Sohn aus Liebe. Aus Liebe wird Jesus Mensch, uns zu erlösen von Sünde und Schuld. Ja, er ist sozusagen die fleischgewordene Weisheit Gottes. Ja, lassen wir uns erleuchten von seinem Licht, von seinem Heiligen Geist. Lassen wir uns vom Heiligen Geist der Weisheit erfüllen, wie die Gottesmutter Maria. Sie wird ja als Königin und Mutter der Weisheit angerufen. Ja, und wie Maria geglaubt hat, dass sich die Verheißungen Gottes erfüllen werden, so sollen auch wir glauben, dass Gott uns das schenkt, was er uns verheißen hat, das ewige Leben, die ewige Freude bei ihm, denn er hat uns für das Leben geschaffen, für die Gemeinschaft mit ihm in seinem Reich, für die ewige Herrlichkeit. Ja, Maria, sie hat geglaubt, dass sich alles erfüllt, was Gott ihr sagen ließ. Ja, noch mehr wie Abraham hat sie geglaubt, dass Gott Heil schenkt, Leben. Sie ist die Mutter der Glaubenden. Ja, ihre Fürsprache dürfen wir anrufen, wenn wir schwach sind, wenn wir spüren, ja, wir zweifeln, wir kämpfen, wir ringen mit dem Wort Gottes, mit dem, was uns verheißen worden ist, mit dem Auftrag, den wir erhalten haben durch Jesus, mit seinen Geboten, mit seinen Verheißungen. Maria hat geglaubt. Sie hilft uns, dass unser Glaube auch stark wird, dass wir den Verheißungen Gottes vertrauen, die Heil bedeuten, neues Leben, unzerstörbare Herrlichkeit. Ja, der Vater schenkt uns neues Leben in seinem Sohn Jesus. Und wir sollen wachsam sein, bereit für sein Kommen, vor allem bereit für die Stunde des Todes. Wir wissen nicht, wann wir vor dem Angesicht Gottes erscheinen werden. Es ist nicht eine Frage des Alters, sicher auch das. Aber wie viele junge Menschen sterben, wie viele werden Opfer von Verkehrsunfällen. So schnell kann etwas passieren. Wir wissen eigentlich nicht, was morgen sein wird. Aber wir brauchen deswegen nicht traurig und verzagt zu sein. Denn wir haben ja Jesus. Wir haben unseren Vater im Himmel. Wir haben diese Verheißung, dass er uns Leben schenkt in Fülle und dass er uns in seinen Händen trägt. Wir dürfen seiner liebenden Vorsehung vertrauen, uns ihm anvertrauen, dass er unser Leben lenkt und leitet, dass er immer bei uns ist, weil er uns liebt. Auch in Schmerz und Leid ist er da. Auch das hat seinen Sinn, auch wenn wir das oft nicht verstehen und nicht annehmen können, warum wir leiden müssen, warum andere Menschen leiden müssen, warum manchmal Dinge passieren, die nicht gut sind, die scheinbar sinnlos sind. Aber durch Jesus, durch sein Kreuzesopfer,
Durch sein Leiden und Sterben verleiht er allem eine neue Dimension, hat auch unser Leiden, unser Schmerz seinen Sinn, auch Krankheit, auch Schwierigkeiten, all das, was uns manchmal niederdrückt, was uns Kraft kostet, Überwindung. Ja, auch das Leiden hat seinen Sinn, weil es Teilhabe ist am Kreuzesopfer Christi. Als Christen sind wir durch den Heiligen Geist mit Christus, mit seinem ewigen Opfer verbunden. Ja, Gott schenkt durch seinen Sohn allem einen Sinn. Nichts ist mehr sinnlos. Er schenkt uns eine unzerstörbare Hoffnung. Ja, vertrauen wir dem Herrn, seinen Verheißungen. Und nehmen wir diese Einladung Gottes an, zu wachen, zu beten, wie die Gottesmutter Maria. Immer war sie wachsam, sie ist diese wachsame Jungfrau, bereit für sein Wort, für sein Kommen, für seine Gnade. Denn der Herr möchte uns ja überreich beschenken mit seinen Gaben. Er möchte uns ja seine Liebe offenbaren und uns zu Zeugen machen für sein Erbarmen. Und Maria, sie ruft uns auf, betet, betet. Ja, seid bereit für den Herrn, denn er schenkt uns Reichtum, Segen in Fülle. So macht er uns zu Zeugen seiner frohen Botschaft. Ja, er rüstet uns aus, damit wir in diesem geistlichen Kampf, dem wir oft ja eigentlich ständig ausgesetzt sind, diesem Kampf zwischen Licht und Dunkelheit, zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen Gut und Böse, zwischen Hass und Liebe, zwischen Gottlosigkeit und Gottesfurcht, zwischen Misstrauen und Vertrauen, zwischen ja, dem Teufel und dem einen Gott, dass wir stark sind durch Jesus, weil er uns schon den Sieg geschenkt hat. Ihm dürfen wir vertrauen. Er ist da und er geht mit uns, damit wir Zuversicht haben und ihn bezeugen und verkünden, überall dort, wo wir sind, wo wir leben, wo wir tätig sind. Amen.